In der Mensa 1 gibt es zur Mittagszeit kein WLAN. Scheinbar eine pragmatische Maßnahme, die dafür sorgen soll, dass ein Student nach Beenden seiner Mahlzeit schnell den Platz freimacht. Denn mit den 5600 Erstsemestern, die durch den doppelten Abiturjahrgang auf den Campus strömen, hat die CAU nun 26.500 Studenten. Das ist fast doppelt so viel wie einst geplant. Und der zur Verfügung stehende Platz ist auch wegen Abrissen und Sanierungen knapp. Schon im Bus wird's kuschelig. Die Situation im öffentlichen Personennahverkehr ist derart prekär, dass Studierende inzwischen auf Vierbeinern zur Uni kommen müssen. Was ist da los? Das liegt einfach daran, dass nicht genügend Busse fahren. Da war schon ziemliches Gequetsche und es kamen auch nicht mehr alle rein. Okay. Das war kapazitätsmäßig schon ein bisschen unterbesetzt, die 81 vor allem. Das ist dann natürlich nochmal ein größeres Problem mit den Bussen, weil ich sowieso schon eine Stunde immer von meinem Wohnort bis nach Kiel fahre. Weil du keine Wohnung in Kiel gefunden hast bis jetzt? Oh, bis jetzt. Man kann halt der Vorlesung wahrscheinlich nicht ganz so sehr folgen, wenn man schon gestresst zur Universität kommt und dann halt dann hier sitzt, reinkommt, der ganze Hörsaal voll ist, man setzt sich auf die Treppe, hat keinen Tisch zum Schreiben. Wenn man jetzt hier in der ersten Reihe sitzt, hätte man schon mal keinen Tisch mehr zum Mitschreiben. Es ist sich halt schön trinken, ne? Definitiv. Das mag am ersten Vorlesungstag noch gehen, eine Dauerlösung kann es nicht sein. Hallo. Weißt du, wie spät es ist? Glühweinmissbrauch wird nicht nötig sein, verspricht Vizepräsidentin Anja Pistor-Hartam. Man müsste sich zwar anstrengen, aber es werde jedem ein anständiges Studium ermöglicht. Wo sind die Stellen, an denen es knarzt? Was macht Ihnen Bauchschmerzen so sein? Bauchschmerzen macht es natürlich manchmal, wenn man jetzt an die Labore denkt, in den Naturwissenschaften, die ja betreut werden müssen. Da muss man dann auch mal auf den Freitagabend oder den Samstagvormittag gehen. Das ist nicht so ganz einfach, muss aber sein. Das ist eine Realität, mit der Sie jetzt viel zu tun haben werden. Wie weit sind Sie entfernt von einem Brandbrief nach Jamaika? Berlin oder Schleswig? Von mir aus, in der Reihenfolge. Nein, also wir sind ja auch mit der neuen Landesregierung schon längst im Gespräch und auch die neue Landesregierung weiß, dass die Universität ein Defizit hat und dass sie auch, uns auch in Zukunft wird weiter finanziell unterstützen müssen. Geld für Neubauten ist ja auch schon da. Deren Fertigstellung wird die neue Studentengeneration jedoch nicht erleben. Den Baulärm schon, in überfüllten Seminaren, die manche Dozenten gleich doppelt halten müssen. Es ist so, dass teilweise Dozentinnen und Dozenten zusätzliche Kurse anbieten müssen, um allen Studierenden wirklich die gute Möglichkeit eines Kurses zu geben. Und das ist natürlich eigentlich kein haltbarer Zustand. Das ist für eigene Qualifikation, aber auch eigene wissenschaftliche Arbeiten, wofür die CAU ja auch steht, dass es da dann teilweise eng wird. Es wird überall eng. Wohnsituation, Bus, Hörsaal, WLAN-freies Mensaessen. Aber da müssen Sie durch. Hast du Ihren Platz gefunden schon? Ja, eine Freundin von mir hält oben für mich frei. Wenn man sitzen will bei der Nahrungsaufnahme, muss man Leute kennen. Man muss immer Leute kennen. Vitamin B ist das Wichtigste im Leben, hallo? Guten Appetit. Ja, danke. Willkommen in Kiel. Ja, danke.